Das Bild hier ist heute Programm. Heute ist Güllefahren angesagt. Da nehme ich euch jetzt ein paar Runden mit. Und los geht's. So, aber jetzt geht's auf den öffentlichen Weg. Da muss ich das Handy wieder weglegen. So, wir sind am Acker angekommen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles gescheit filmen kann, weil es halt doch recht viel auf einmal ist. Ich muss ja runterschalten, Zapfwelle einschalten, Allrad rein, Klappe auf und Spur soll man auch noch halten. Fangen wir mal mit dem Runterschalten an. Allrad rein. Achso, und vom Gas weg. Ich soll ja in Standgas fahren. Genau. Wir fahren hier echt im Kriechtempo mit 1,7 km/h Standgas. Das steht uns heute noch alles bevor. Mal schauen, wie lange wir brauchen, wann wir fertig sind. Und ihr seht ja schon, das ist Ackerfläche und in unbestellten Acker darf man mit dem Breitverteiler nur noch rein, wenn man das innerhalb von 4 Stunden einarbeitet. Das heißt, hier ist jetzt auch schon ein zweiter Traktor unterwegs mit einer Ecke hinten dran, wo das parallel einarbeitet. Ich weiß nicht, ob man das hier so richtig sieht. Aber die weiße Stellen, die man hier sieht, da haben wir Kalk ausgebracht, beziehungsweise wir haben ganzflächig Kalk ausgebracht, aber an ein paar Stellen sieht man es halt noch. So, wir sind am Ende vom Acker angekommen. Das heißt, Zapfwelle ausschalten. Beim Nachbarn nicht in den Acker reinfahren, ist übrigens Acker kein Grünland, da ist Getreide angebaut. Und dann kann ich die Klappe schließen, und zwar jetzt. So, fertig. Geht's wieder zum Büffeln. Und ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin momentan am Fass einlaufen lassen. Dadurch, dass unsere Güllegrube so tief ist, brauchen wir eine Pumpe, um es hochzupumpen, eine Güllepumpe, weil der Kompressor oder die Vakuumpumpe vom Güllefass das nicht hochzieht. Also ist eine relativ leise Geschichte, das einlaufen lassen. Das sieht man hier am Zeiger, wie sich das langsam befüllt. Und am Kompressor hört man, wie im Gegenzug die Luft rauskommt. Hier bei dem Anschluss muss man immer aufpassen, dass dieser tolle Ring hier in der Führung drinnen ist, weil es gibt durchaus die Möglichkeit, dass der Ring auf einer Seite durchrutscht und dann ist das nicht richtig angeschlossen, schaltet die Güllepumpe ein. Und die hast du überall, wo sie nicht haben willst. Auch wichtig, hier diese Entlüftungsöffnung, dieser Hahn muss auch zu sein. Und natürlich der Gülleschieber fürs Fass muss offen sein, wenn ich es reinpumpen will. Weil die Pumpe hat Starkstrom, die pumpt, ob offen ist oder nicht. Können wir hier mal gucken. Das hat eine Tiefe von insgesamt 6 Metern, Durchmesser von 21 Metern. Also entsprechend die Lagerkapazität für ein halbes Jahr für die Gülle von unseren Kühen.
Bis das Fass eingelaufen ist, dauert es immer ein paar Minuten. Dabei kann ich ja mal zu meinen Damen reingucken. Eine hat nämlich eigentlich Kalbetermin. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sich da was tut. Ja, natürlich brauche ich nicht. Oh, so kann man sich jetzt hier täuschen. Ich glaube, das gibt noch eine kleine Planänderung. Na, ist ja gut, dass ich nachgeschaut habe. Dann wollen wir mal die Schieberentmischung rausnehmen. Genau. Also es ist jetzt bloß die Wasserblase, was quasi schon da ist. Keine Panik, aber dann weiß man, die nächsten paar Stunden kommt hier noch mehr. Füllstandsanzeiger ist relativ weit oben. Das heißt, ich bewege mich jetzt gleich mal zum Schalter an der Güllepumpe. Sobald da drüben nämlich keine Luft mehr rauskommt, ist es fast voll und ich muss zügig ausschalten. Hopp. Genau, Hebel zu. Entlüften. Den umschalten für den Acker auf Druck. Genau, hier müsst ihr jetzt auch durch sein und wegnehmen. Aber jetzt brauche ich beide Hände. So, Fass ist voll. Der Zeiger rechts ist ganz oben. Das heißt, es wird Zeit, die Kutsche wieder zu starten. So, 14.11 Uhr, Mittagessen wurde angeliefert. Salamibrot mit Gurke, Mahlzeit. So, jetzt holt er mich bald ein. Und falls jemand ablästern möchte, mit was für einer Technik wir hier arbeiten oder noch rumfahren, kann das ja machen, das ist mir relativ egal. Bei uns war die oberste Priorität, einen neuen Stall zu bauen. Und irgendwann ist das Geld alle und am Stall zahlen wir noch 10 Jahre ab. Und so gesehen machen wir jetzt bei den Maschinen halt eine Sterbebegleitung. So, zwei Fässer später ist das Kalb da. Nur falls jemand den Stall mal kurz von innen sehen will, so sieht's aus. Alles gechillt, alle faul und Aussicht nach draußen massenhaft. So, dann haben jetzt die zwei wohl den Platz getauscht. Jetzt ist das Kalb in der Liegebox und die Kuh im Kopfkasten. Dadurch, dass Landwirtschaft ja eigentlich eine Kreislaufwirtschaft ist, ist es das Normalste der Welt, dass ich hier die Ausscheidungen unserer Damen als wertvollen Dünger wiederverwende. Und so schließt sich dann ja der Kreis. So, das Kalb hat nochmal die Box gewechselt. Rein.
runter und auf. Super getimt. Da ist ein Feldhase. Ich weiß gar nicht, ob ihr den überhaupt seht. Das da drüben wäre jetzt noch die Restfläche vom Acker, die ich machen müsste. Also quasi bis zu diesem Grünstreifen. Da ist ein Weg drinnen. Aber das, was jetzt im Video so kurz war, waren in der Realität 7 Stunden. Stimmt gar nicht, 9 Stunden. Ich habe um 10 Uhr angefangen. Jetzt haben wir nach 19 Uhr. Ich hatte gehofft, dass ich mit der Fläche heute fertig werde. Die Fläche von da vorne, wo die Bäume sind, also wo die Straße ist, ist da drüben bis zum anderen Weg. Gehört alles zu uns und das wären rund 10 Hektar. Also von da vorne bis daher habe ich geschafft in 9 Stunden. Und Leute, ganz ehrlich, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Ich denke, das wird für heute mein letztes Fass sein. Der andere Traktor hat mich auch schon verlassen. Den brauchen wir zum Futter herrichten bei den Kühen, damit die nicht hungern müssen. Und ich denke, ich werde hier Schluss machen für heute. Ich habe aber keinen Feierabend. Ich fahre jetzt dann heim und werde ein bisschen was essen. Und dann geht es nämlich weiter in den Stall. Also ich habe bis jetzt über 12 Stunden Arbeit und im Stall denke ich nochmal 2,5 Stunden. Und dann werde ich todmüde ins Bett fallen. Kennt man jetzt überhaupt einen Unterschied zum Anfang am Vormittag? Halber oder dreiviertel Meter weniger, oder? Unser Neuzugang von heute Nachmittag ist mittlerweile auch verräumt. Ohrenmarken hat er auch schon gekriegt. Mama war mit einem weiß-blauen Belgier gesext männlich besamt und welch Wunder, es ist ein Männchen. Und die Mama vom Kalb gibt sich eine Bürstenmassage. Wir haben den nächsten Morgen. Ihr seht, ich bin wieder auf der Piste. Boah! Schotterpiste. Die andere Fläche hat netterweise heute Morgen meinen Mann fertig gemacht. Und ich habe ihn jetzt wieder abgelöst, dann kann er jetzt endlich zum Frühstück. Und ich fahre weiter auf eine weiter entfernte Fläche. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, weil wir Mais aussehen lassen wollen und dadurch, dass wir da einen Lohnbetrieb bestellt haben für morgen, muss das Ganze bis morgen fertig sein. Das heißt, da muss jetzt noch die Gülle raus, die muss eingearbeitet werden und dann muss man noch mit einer Saatbettkombination drüber und von dem her haben wir zu zweit volles Programm. Ach, gibt es hier Kartoffeln dieses Jahr? Das ist mal was Neues. So, ich muss runterschalten, ich muss um Kurve. Aber sowas von. Zu spät geschaltet. Genau deswegen soll man unterm Fahren kein Handy in der Hand halten.
zurück. Jawohl. Schon jemand Futter holen. Guck mal einer an. So, Getreide. So, wir wären dann da. Also normal hört sich's nicht so an, aber das ist die Schwierigkeit mit Handy. Und runterschalten und lenken. Also auch hier sieht man, wir haben schon Kalk ausgebracht. Und jetzt kommt dann eben noch die Gülle und dann wird hoffentlich morgen eingesät und dann müsste der Mais doch einen guten Start haben. So, aber jetzt lege ich euch wirklich weg. Das wird mir zu fummelig hier. Leider ist die Gülle nicht das Einzige, was wir rausfahren. Das läuft und läuft. Duo, Diesel und AdBlue. Vom Güllefahren habe ich euch genug gezeigt. Vielleicht schaue ich auch, wie morgen den Lohnbetrieb erwische beim Maissäen. Dann hänge ich euch noch ein bisschen was vom Maissäen hinten an. So, einmal das Maissäen. Hier schon in Aktion. Der arbeitet hier schon über 2 Stunden und wird auch noch über 2 Stunden Arbeit haben. Gesehen hat, bin ich fast an der gleichen Stelle gestanden. Da war links die Greening-Mischung noch drinnen, Zwischenfrucht also, und auf der rechten Seite ist der Hafer aufgelaufen gewesen. Genau, und jetzt ist endgültig Videoende. Güllefahren Ende. Maissäen macht jemand anderer. Ich bin durch mit der Fläche hier.